Okay, 4:1 gewinnt der FC Viktoria Köln hier in Bonn gegen den Bonner SC. Neben mir steht ein Pokalsieger, Lukas Nottbeck. Wie fühlt es sich an? Ja, super. Ich denke mal, das ist den ersten Titel, den wir jetzt geholt haben. Wir haben noch ein anderes Ziel, es sind noch zwei Spiele, ist noch alles drin. Aber ich denke mal, es ist ein super Moment für den ganzen Verein. Ich denke mal, wir haben verdient gewonnen und ja, jetzt genießen wir den Moment. Wir haben eine gute Hoffnung gehabt, dass wir das Spiel vielleicht gewinnen sollten in 90 Minuten. Dass Viktoria eine Klasse hat, haben wir heute gesehen, wussten wir vorher schon. Wir sind jetzt nicht großartig enttäuscht. Also wir sind froh, dass so viele Fans aus Bonn hier sind, ein paar Neutralzuschauer, die gesehen haben, was der Bonner SC kann. Und wir hoffen einfach, dass wir mehr Zuschauer in den nächsten Heimspielen haben und nächstes Jahr gibt es noch ein Pokalfinale. Finalspiele sind immer schwer, brutal schwer. Es steht so viel auf dem Spiel und die Jungs haben es hervorragend gemacht. Wir waren, glaube ich, erste Halbzeit sehr, sehr gut, sehr dominant, hätten auch höher führen können und müssen und müssen dann nach der Halbzeit eine schwierige Phase überstehen, machen dann aber auch zur richtigen Zeit das 3-1 und das hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Ja, wenn wir da 3-1 nicht kassieren, dann vielleicht einen Elfmeter bekommen, wo, glaube ich, viele gesehen haben, dass es ein Handspiel war. Aber okay, damit müssen wir leben, aber unterm Strich ist der Sieg dann auf jeden Fall verdient. Wir haben das, glaube ich, ganz gut gemacht, bis auf in der zweiten Halbzeit 15 Minuten, wo wir den Gang zurückgeschaltet haben, aber ich glaube, wir haben sehr verdient gewonnen. Jetzt will ich mal ein bisschen in die Analyse gehen. In der ersten Halbzeit wart ihr klar überlegen, Riesentorchancen. Ja. Und in der zweiten Halbzeit wird es auf einmal ein offenes Spiel. Was da passiert? Ja, wir haben einfach, wir waren uns, glaube ich, der Sache schon zu sicher nach der Halbzeit. Wir wollten es zwar nicht, wir wollten die Konzentration hochhalten, sind dann ein bisschen schwer aus der Halbzeit gekommen. Wir wollten auf jeden Fall das Dritte machen, das war klar. Und das war ein bisschen so vergleichbar wie letztes Jahr gegen Wegberg Weg. Da haben wir auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen. Aber zum Glück haben wir jetzt dann das 3-1 gemacht und damit war der Kuchen dann gegessen. Ja, Enttäuschung ist schon riesig. Wir haben uns schon mehr erhofft, kommen relativ gut rein, kassieren unnötig direkt das 1-0, kommen wieder gut zurück 1-1 und kassieren wieder schnell das 2-1. Ja, Enttäuschung ist riesig, sehr, sehr groß, aber müssen wir jetzt so schnell wie möglich abhaken und auf die Liga schauen. Ja, wir freuen uns natürlich, haben uns das vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Wenn man im Halbfinale Fortuna Köln schlägt, dann denke ich, sollte das auch das Ziel sein, den Pokal dann zu holen. Und das haben wir geschafft. Das war unser Ziel. Bonn hat uns einen sehr, sehr guten Fight geliefert. Haben alles versucht, alles rausgehauen. Und leider, ja, wie gesagt, hat es dann nicht gereicht. Und dann muss man sagen, das ist die Klasse von Viktoria dann einfach gnadenlos, wo es uns auskonnte beim 3-1, wo wir den Ball verlieren. Und dann ist der Drops gelutscht. Im August kommt vielleicht ein Erstligist. Sie haben eben auf der Pressekonferenz gesagt, Sie würden sich einen schlagbaren Erstligisten wünschen. Was wäre ein schlagbarer Erstligist? Ja, das Stand heute wären vielleicht die Schalker ein schlagbarer Erstligist oder in einem Derby ist auch immer alles möglich. Ne? Das wäre vielleicht auch machbar. Aber man weiß ja nicht, was bis zum August passiert. Und trotzdem ein attraktives Los mit einer realistischen Chance für uns wird uns schon ganz gut tun.